Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wie ich schon gestern angekündigt, beziehungsweise wie ich es schon gestern im Video erwähnt habe, ist heute der Harlequin-Skin im Shop, wurde ja auch von Epic Games wirklich offiziell angekündigt und der Skin wird auch bis zum 17. Februar im Shop bleiben. Das heißt, definitiv genug Zeit. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr hier ein Abo auf dem Kanal da lasst und dieses Video natürlich auch bewertet, kommentiert und teilt. Und ihr könnt natürlich auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen. Heute wird nämlich auf jeden Fall ein Stream folgen, nämlich von der Solo Hype Night, die heute ab 18 Uhr ist. Wir werden wahrscheinlich auch noch ein bisschen früher streamen. Ich schätze mal so ab 17 Uhr. Wenn ihr allerdings die Streams nicht verpassen wollt, könnt ihr natürlich gerne auf meinem Twitch-Kanal ein Follow dalassen. Ein Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Der Harlequin, beziehungsweise hier das ganze Harlequin-Set ist sogar noch in einem Extra-Shop. Ja, wobei, eigentlich gar nicht richtig, denn der Liebe- und Krieg-Shop hat jetzt einen extra Shop bekommen und das jetzt bei den vorgestellten Gegenständen. Ich würde mal sagen, wir beginnen mit dem Harlequin-Paket für 2000 V-Bucks. Ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Dafür bekommt man den Skin an sich. Einmal eben halt mit dem Lil Monster Xoxo-Stil und dann mit dem absolut fabelhaft Stil. Den muss man sich allerdings durch die Herausforderungen freischalten. Da musst du ein paar Sachen machen, ein paar Mal Playstand irgendwie holen. Und im Normal Game sollte, glaube ich, nicht allzu schwierig sein. Dazu gibt es dann die Punchline-Spitzhacke. Und den Harley-Hitter. Das Ganze für 2000 V-Bucks auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Der Harlequin ist an sich ein epischer Skin vom Wert her. Und man muss dann im Prinzip 500 V-Bucks Aufpreis nochmal für die Spitzhacken dazu zahlen. Ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Die beiden kosten normalerweise 800 V-Bucks, genau. Und dann im normalen Shop haben wir heute den Takara-Skin, dann den Gage-Skin, die Fraktalpunkt-Lackierung, den Nachteule-Spitzhacke, aufgerüstet im Fuße. Und komm noch. Und dann haben wir noch den Liebe- und Krieg-Shop mit einmal dem Metallmaskenpaket, mit dem Zadie-Skin, der zwei weitere Stile hat, die man sich auch wieder durch Challenges freischalten muss. Genauso wie der Eisenfratze-Skin. Hier auch wieder zwei Stile, die man sich auch durch Challenges freischalten muss. Dann noch die Spitzhacken, auch wieder zwei weitere Stile, allerdings diesmal nicht mit irgendeiner Challenge, die man da absolvieren muss. Dann habe ich hier die ganzen Sachen nochmal einzeln und dann noch als letztes die Wutstreiterin und das Anwärter Backpack. Und es gibt auch nochmal eine kleine Sache, vielleicht hat es nicht jeder mitbekommen, zurzeit sind ja diese Suchen und Zerstören Modis drin, sind auch echt wirklich cool und ich finde, man kann dadurch sogar das Movement so ein bisschen trainieren, weil man eben halt eher nicht bauen kann, ist schon echt ein nicer Spielmodus und gibt es ja auch noch außerhalb von den Maps noch viele andere Maps, die man allerdings dann eben halt mit irgendwelchen Leuten von Discord oder so auffüllen muss. Aber hierbei wurden die Rundenzeit auf 7 verkürzt. Vorher waren es ja Best of 11. Jetzt ist nur noch Best of 7. Das heißt, wer als erstes 4 Siege hat gewonnen, haben die etwas verkürzt. Denke ich mal, hat nicht jeder mitbekommen. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.